Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch auf YouTube. Ja, und herzlich willkommen zurück zu World of Warcraft Classic. Ja, ich bin aus dem Bett gefallen. Bevor irgendwelche Fragen kommen. Ja, ich bin aus dem Bett gefallen. Die Zahl da oben, sie stimmt tatsächlich. Ja, wir haben tatsächlich 9 Uhr. 9 Uhr am Morgen. Ich bin erst um 3 Uhr ins Bett. Ich habe noch nicht mehr 5 Stunden geschlafen. Ich bin, glaube ich, seit 7, kurz vor 7, bin ich wach. Bei uns herrscht gerade heftig Sturm. Eigentlich bin ich nur deswegen aufgestanden, weil zwei Kater gleichzeitig in mein Zimmer gereiert haben. Ich war etwas bedient. Vor allem, wie soll man schlafen, wenn ein Kater die ganze Zeit an der Tür kratzt, zwei haben mein Zimmer gekotzt. Der Hund schlägt sich schon in das Mäulchen, kommt aber nicht rein. Das ist so widerlich. Ich weiß nicht, warum Hunde erbrochenes fressen, aber... Na doch, ich weiß es mittlerweile, aber es ist ekelhaft. Und das ganze Zimmer riecht einfach nur nach Säure und das ist... Nee. Ich musste aus dem Haus flüchten. Ich musste mich in den Keller verziehen. Säuregeruch am Morgen oder Magensäuregeruch am Morgen ist nicht schön. Vor allem, wenn man wenig geschlafen hat. Weil wir hatten gestern einen Witcher-Stream, haben Witcher 1 beendet und Witcher 2 angefangen. Und ja, blabliblub. Jetzt dachte ich, komm, ich habe keine WoW-Parts mehr. Ich sollte langsam wieder starten. Ich bin übrigens noch, na gut, Schlafoutfit nicht. Ich habe ja einfach nur so einen warmen Pulli übergejumpt da. Ja, mich jetzt etwas ruhig gemacht. Also nicht viel. Oh Gott. Es tut mir leid, wenn ich mir hier ein vorgehe, ne? Euch ein vorgehe, ne? Also es tut mir sehr, sehr leid, aber ich bin echt hundemüde. Aber an Schlaf ist halt gerade echt nicht mehr zu denken. Ich werde dann halt entweder einfach eher ins Bett gehen oder, keine Ahnung, zwischendurch mich einfach schlafen legen. Aber weil ich sowieso Streams runterladen wollte, weil ich Witcher jetzt auch fertig machen möchte, dann möchte ich eigentlich noch das zweite Best-of fertig machen. Und ja, noch einiges. Also es ist noch einiges zu tun. Und ja, deswegen mal gucken. So, wir haben hier ein paar Sachen, die wir abgeben können. Eine Sache, an die ich mir noch nicht rantraue. Und zwei Quests, in die ich mich jetzt richtig reinprobe, weil sie orange sind. So, wir müssten einmal zurück zu Billy. Mabel den Unsichtbarkeitsschnaps bringen. Und einmal nach Stormwind. Das würde ich tatsächlich als erstes machen. Dass wir einmal nach Stormwind reisen. Dann kann ich vielleicht in der Zeit direkt das nächste. Okay. Das nächste Thumbnail fertig machen. Also was heißt fertig machen, sondern halt das Thumbnail schießen. Weil ich muss ja nebenbei immer ein paar Screenshots machen und so, ne? Deswegen ist halt nicht immer ganz so einfach. So, mal gucken, dass ich die Screenshots für die anderen Spiele endlich mal wieder fertig mache oder mal auf den Stick ziehe, dass ich die wenigstens mal alle auf einer Plattform habe. Auf dem PC, ich meine, ich bin bei unter 300 GB, das ist für mich verdammt wenig tatsächlich, wenn ich bedenke, wie viel ich halt sonst immer habe. Deswegen muss unbedingt mal einiges vom PC entfernen. Was hat der denn da? Das Licht sei mit euch. Was hast du da über dem Kopf? Was ist Lebt das? Cool. Diese Person braucht ein Zeichen der Liebe. Okay, die wohl auch.
Ah, hallo. So, wie ging das nochmal? Nee. Nee. So ging das. Die Wache müsste sich dafür nur einmal verpieseln. Danke. So. Wunderbar. Oh, ich mag die Musik. Der Handelsdistrikt. Okay, jetzt auf jeden Fall alles dekoriert. Hallöchen. Ah, eine Lieferung von meinem Bruder. Ausgezeichnet. Heute ist mir das Glück wirklich gewogen. Hier habt ihr eure Bezahlung. Und wenn ihr schon einmal hier seid, schaut euch ruhig um. Ich bin mir sicher, dass wir den einen oder anderen Trank oder sonst irgendwas haben, das euch von Nutzen wäre. Nun, Umkreis. Das ist so romantisch. 50. Wir nehmen tatsächlich das hier. Das können wir eigentlich sehr gut gebrauchen. Braucht ihr etwas? Niederstufig. Das ist mir tatsächlich egal. Hey, meine Dame. Ihr seht aus wie ein Magier, der einen guten Weingeschmack hat. Ich möchte euch um etwas bitten und danke und denke, dass ich euch ein Angebot machen kann, das ihr nicht ablehnen könnt. Ach, vergesst das. Was? Wenn ihr euch mit irgendwem über Weine unterhaltet, werdet ihr erfahren, dass wir Galinas die besten Weine in ganz Dornwund verkaufen. Wir sind auch nicht weit weg. Immer noch innerhalb des Handelsdistrikts entlang der herrlichen Kanäle der Stadt. Hier, nehmt dieses Flugblatt und bringt es meiner Schwester Susetta in unserem Laden. Und ihr erhaltet eine Gratisflasche unseres berühmten Pinot Noir. Ihr werdet es nicht bereuen. Auf dann, sagte er. Und ich werde es wahrscheinlich bereuen. Gesandter des Mondfestes. Kann ich behilflich sein? Was ist das? Elun, erleuchte euren Weg. Also ich glaube, es gibt hier auch sowas wie einen Kalender, oder? Ich weiß es gar nicht. Oder ist das dieses, was hier überall angezeigt wird mit den Lichterketten? Wie darf ich helfen? Egal, wir nehmen es einfach mal an. Ich guck einfach mal, was das ist. Ich habe nämlich keine Ahnung. Es ist mal wieder soweit. Der Zirkel des Szenarius, wie auch immer, lädt alle Bewohner Azeroth dazu ein, gemeinsam mit uns das Mondfest zu feiern. Der Ort, an dem ihr die örtlichen Boten des Mondfestes finden könnt, wird durch einen Kreis aus heiligem Mondlicht markiert. Ich vermag euch ausführlich über dieses Fest zu berichten. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ist das schlimm, wenn ich nicht weiß, was das ist? Was ist die Ecke? Das ist so ein. Was ist das, eine Bank? Warten die ernsthaft, dass man da durchgeht? Okay, gut. Ich habe mich noch nie in Stormwind umgesehen. Zu meiner Schande. Also. Ne? So, damit ihr schon mal Bescheid wisst, ich war hier noch nie. Also, jetzt noch nie so, dass ich mich überall umgesehen habe. Braucht ihr Hilfe? Seid gegrüßt und fühlt euch willkommen, edle Dame. Habt ihr schon einmal einen unserer ausgezeichneten Weine versucht? Ah, ihr wart also bei Renato. Na dann hier bitte, werte Dame. Eine Flasche unseres außergewöhnlichen Pinot Noir.
Ihr werdet nirgendwo in Azeroth etwas Vergleichbares finden. Siehe den Ehrenfreund. Das wage ich zu bezweifeln, aber okay. Ich gehe halt einfach wirklich noch nicht weiß, was hier am Bach ist. Ich weiß auch gar nicht, ob es hier noch mehrere Quests gibt. Man erkennt es halt nicht, ne? Müsste wahrscheinlich in jedes einzelne Gebäude einmal reinlinsen. Um zu gucken, ob es hier noch irgendwas gibt. Was führt euch hierher? Ashafila. Wenn ich jetzt noch mal wüsste, wie das mit den Berufen ging. Man konnte doch von drei Sachen durchgehend machen und der Rest konnte man sich dann nur auf zwei spezialisieren, oder beirre ich mich da? Bin mir gerade nicht wirklich sicher, ob das der Fall ist. Aber hey, bin da schon bestimmt mal heraus. Magiersaktum. Dahin. Was führt euch hierher? Okay. Kann ich euch helfen? Schönen Tag auch. Okay, hier gibt es auf jeden Fall keine Aufträge. Wie ist das? Hätte ja sein können, dass man hier schon irgendwas erledigen kann oder so. Ich glaube, hier kommt man dann erst später hin. Ah. Geh mal von aus, es gibt bestimmt so eine Valentinstags-Quest. Das, was die sein wird. Falls ihr übrigens einen Rat habt, welche Berufe man sich so anlachen könnte, die hilfreich oder nützlich oder sonst was wären. Also auch für meine Klasse, weil ich bin mir halt sehr unschlüssig. Ihr dürft mir das gerne mitteilen. Da bin ich tatsächlich für Rat und Tat offen. Zauberung. Versammlungsstein. Was ist das? Oh Gott. Wenn da irgendwo schon was mit Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen ist, dann ist es meist nichts Gutes. Wir verschwinden mal lieber, bevor wir da irgendwas... Oh Gott. Irgendwas auslösen. Was uns vielleicht, ja. Schmerzlich... was lehren wird. Es gibt auf jeden Fall viele Händler. Boah, ich habe immer diesen erbrochenen Duft in der Nase. Das ist ja ekelhaft. Oh. Katzen können manchmal echt grausam sein. Oh, ein anderer Spieler.
Jetzt also die Stufe 18. Senator, okay. 38 und 35, okay. Braucht ihr Hilfe? Okay. Schwarze braune Tasche. Das ja, die ist klar, wir sollen so viel Geld schon zusammen kriegen. Keiner kriegt so viel Geld zusammen. Also sollte ich jemals bei 1 Gold ankommen, bin ich überglücklich. Aber ich glaube, da das nicht passieren wird. Sehe ich dem Ganzen etwas ernüchternd gegenüber.